Gut, dann sollten wir uns hier noch eine Runde umsehen in Rodia. Oh, da stehen noch mehr von den Pennern rum. Und Mayor Van Grass macht Geräusche. Ach so, erstmal Gefecht, gut. Gefecht ist mein Gemüse, wie ich immer so schön sage. Vorsicht, damit kannst du jemanden verletzen. Scharfschütze, du gehst da ein paar Schritte zurück, das bringt sonst nichts. So, und du kannst einfach drauf losschießen, los. Das ist in Ordnung. Immer feste drauf. Du gehst mal lieber in den Hocke. Schießt immer noch daneben. Sehr gut. So, Keule. Das fetzt. Du gehst auch mal ein paar Schritte zurück. Oh yeah, brenne. Ich sagte brenne. Jetzt brenn doch mal. Na, guck mal, das Tor ist auch schon auf. Wunderbar. Ach ja, das hat aber Spaß gemacht, wenn du meinst. Wenn das so einen Spaß macht, gehackt zu werden. Das wusste ich ja bisher gar nicht. Oh, guck mal, der ist in mehrere Teile zerfallen. Gute Waffe. Jetzt tritt ihn doch mal. Du stehst direkt vor ihm. Sie rastet aus und brennt ihn voll weg. So muss das laufen. So, was haben wir hier? Einmal schwere Affen. Oh, ein langer Lauf, nehmen wir auch mit. Der hat aber eine lange Leitung, langen Lauf. General announcement, everybody. Just got a big order in from New Washington. Everybody will be working double shifts until the chip. Thanks. So, ich laufe mal schnell in seinem Rücken durch das Tor. Mist, er hat mich bemerkt. Ich wollte alle durchkriegen und den Hocker gehen, aber der war zu schnell. Ja, ja, jetzt schießt er wieder wirr rum. War ja eigentlich klar, da kommen sie angelaufen. Hallo. Voll in die Magengrube. In die Hocke bitte, sagte ich. Und dann Feuer frei. Einer weniger. Erst hinlaufen und dann eine überkeulen. Da hängt immer noch jemand hier im Mayor Van Grass, der Bürgermeister. Warum der da wohl im Gebälk hängt? Ich vermute mal, man hat ihn dort gefangen genommen. Vielleicht können wir den guten Mann ja retten. So, von da oben kommen auch Leute, den gehe ich mal entgegen. Nette Dschungelsporthalle. Ja, Scotch, du hast recht. Kann ich da... Oh, guck mal, den kann ich auch schon treffen. Juhu! Ich hab dich gesehen. Und dich übrigens auch. Der hat jetzt... 144 Schaden mit einem Schuss gemacht. So macht man das. Ballert ihr ruhig rum da hinten. Ich habe keine Angst. Guck mal, hier sind die schönen Türme. Guck mal, was hier alles an Antennen und so dran ist. Und Hundegehechel höre ich auch. Türme sind so ein bisschen im Weg. Müssen wir ein bisschen rumrotieren mit der Kamera. Gerät man richtig ins Rotieren. Ah, hau ruhig zu. Geht eh da. Oh, geht eh daneben, wollte ich sagen. Na gut, manchmal trifft man auch. So zum Beispiel. So, Kinder, ihr wollt was mit der Schrotflinte haben, habe ich gehört. Habe ich so beide?
Nee, immer nur einen. Naja, fange ich halt mit. Du rückst auch mal ein Stückchen näher. Du triffst auch von hier. Sag ich doch. Komm, den auch. Bingo! So, Problem gelöst, würde ich sagen. Wobei das kein wirkliches Problem war, das waren nur ein paar Ärsche. Ach, guck mal, das findest du die gleiche Waffe nochmal. Die hätte ich gar nicht kaufen müssen vorhin. Naja, später ist man immer schlauer. Und noch eine alte Schallplatte, die stehen ja auf Musik, wa? So, eine Beförderung noch. Congratulations, Echo. Du möchtest lernen, offensichtlich Arschloch oder Waffenschmieden? Arschloch oder Waffenschmieden? Mach mal Arschloch. Ich brauche immer Gesprächsoptionen. Ist ganz wichtig, finde ich. Da fehlt irgendwie was, wenn man die nicht hat. So, und dann gehen wir mal zu dem netten Herrn hier im Käfig. Hey, Herr Bürgermeister, was machen Sie denn da oben? Verbrannt von der Sonne, bedeckt mit blauen Flecken und in Blut. Eingesperrt in einem Käfig, der mehrere Größen zu klein ist und doch schafft es immer noch zu lächeln. Ist wohl ein Optimist, wa? Bitte entschuldigt meinen bedauernswerten Zustand, Fremde. Meine neuen Wähler sind richtige Witzbolde. Du bist der Bürgermeister von Rodia? Nun, ich glaube, ich bin jetzt der ehemalige Bürgermeister. Ich war wirklich versucht, etwas für die Stadt zu tun. Es war leider einfach das Falsche. Dumme Lederarschlöcher. Wahre Worte. Du verkaufst nicht zufällig Katzenstreu, oder? Warum wollen solche hartgesottenen Abenteurer wie ihr Katzenstreu? Oh ja, für Strahlenvergiftung, richtig? Ja, davon habe ich gehört. Nun, Dr. Hort Shutter könnte etwas vorrätig haben. Darüber hinaus kann ich nichts sagen. Warum steckst du in einem Käfig? Eingesperrt ist ein recht starkes Wort. Ich bevorzuge sich der unterstützten Einkehr zu erfreuen. Die unterstützte Einkehr. Es gibt viele Sünden, die mich zu meiner Einkehr zwingen. Besonders mich, den Bürgermeister und den Mann, der diese Lederlappen in unsere gute Stadt eingeladen hat. Ich versuche, meine Situation nicht negativ zu bewerten. Ich glaube, dass die Macht des Guten mit der Kontemplation kommt. Du versuchst, die Situation nicht negativ zu sehen. Du hängst in einem Käfig. Wen meinst du mit neue Wähler? Die Lederlappen. Rückblickend hätte mir der Name eine Warnung sein sollen. Ja. Wie können wir Dr. Hort Shutter helfen? Er sucht nach der Ursache der Krankheit, die ein Viertel der Stadt dahingerafft hat. Ich bin sicher, er wäre froh über jede Hilfe, die ihr bieten könntet. Da helfen wir gerne. Entschuldigung, diese Leute heißen Lederlappen? Ja, genau so nennen sie sich selbst. Ich würde sie nicht so abwertend bezeichnen. Ich habe die Lappen angeheuert, um uns mit den Kindern der Zitadelle zu helfen. Wie auch immer, wir sind für das Erste sicher. Genau genommen haben sich die Lappen mein Haus als Hauptquartier und unsere Türme als Festung gesichert. Ich habe mich niemals sicherer gefühlt. Das klingt beinahe zynisch. Was weißt du über diese Krankheit? Eine Art Parasit, sagt der Doktor. Würmer im Bauch, sehr unangenehm. Er weiß nicht, was die Ursache ist. Weil wir gerade von Hilfe sprechen, brauchst du welche? Mir helfen? Behüte Gott, mir geht's gut. Du hängst in einem Käfig, Mann. Ich habe noch über vieles nachzudenken, aber falls ihr der Stadt helfen wollt, könntet ihr möglicherweise meine alte Wählerschaft fragen. Sie würden es höchstwahrscheinlich begrüßen, wenn sie Hilfe dabei bekommen könnten, meine neue Wählerschaft loszuwerden. Wer genau sind denn die Kinder der Zitadelle und warum bereiten sie Probleme? Seltsame halbmechanische Kultisten aus dem Süden. Sie behaupten, wir hätten eine Handelsvereinbarung mit ihrem Anführer Matthias gebrochen und sie nur nehmen würden, was ihnen gehört. Aber sie wollen die ganze Stadt. Deshalb habe ich die Lappen angeheuert. Die Syntheten haben unsere Warenlieferung überfallen und unsere Mauern erstürmt. Vielleicht hätte ich stattdessen die Manierlichen fragen sollen, aber dieser Mr. Manners geht mir irgendwie gegen den Strich. Du hättest uns fragen sollen, wie wäre es denn damit gewesen? Wer genau braucht denn Hilfe aus deiner alten Wählerschaft? Nun, also da ist Ulfric Stormcloak im Saloon. Ulfric. Dr. Horchata in der Klinik, Mr. Gecko in der Bank. Mr. Gecko?
Und nicht zu vergessen, mein armer Sohn. Ihr könntet auch mal nachsehen, wie die Dinge um Limbo Town stehen, wo die meisten unserer Farmer leben. Ich war drauf und dran, eine Untersuchung über die Krankheit einzuleiten, die dort ihr Unwesen treibt. Aber ich hatte keine Chance gegen die Lappen, bevor die Lappen mir freundlicherweise die Zeit nachzudenken gaben. Was weißt du über Matthias? Nur was ich im Radio höre, verspricht jedem ein besseres Leben in Frieden und Wohlstand, aber er scheint mehr an Krieg und Unterwerfung interessiert zu sein. Ich wünschte, er würde weggehen. Das wünschten wir alle. Du magst die Manierlichen nicht, was? Sie sind sehr höflich, aber das ist nicht das gleiche wie nett, oder? So gesehen, nee, ist nicht das gleiche. Was hat Ulfric Stormcloak für ein Problem? Ist er etwa ein Rebell und möchte das Imperium loswerden? Er hat viele Geschäfte mit den Lappen machen können, seit sie in die Stadt gekommen sind. Aber es ist nicht wirklich ein gutes Geschäft, wenn sie nicht bezahlen, oder? Es ist gar kein Geschäft, wenn sie nicht bezahlen. Was passiert mit Mr. Gecko und warum hat er so einen geilen Namen? Als ich Mr. Gecko zuletzt gesehen habe, war er in eine Unterhaltung mit dem Anführer der Lappen vertieft. Nun, ich hatte auch eine solche Unterhaltung mit ihm. Die Folge war, dass ich hier gelandet bin, weshalb ich mir keine Gedanken mache, was mit ihm passiert sein könnte. Dein Sohn ist in Schwierigkeiten? Ja, ich fürchte, dass die Lederlappen ihn foltern. Wisst ihr, jetzt, da ich Bürgermeister geworden bin, hat er das Familiengeschäft übernommen. Unsere Brennerei. Die Lederlappen haben großes Interesse daran gezeigt, unser altes Familienrezept für Tequila zu erlernen. Und ich befürchte, dass sie versuchen, es aus dem armen Chris herauszuprügeln. Wenn ihr es irgendwie einrichten könntet, ihn zu befreien, wäre ich euch wirklich verbunden. Erzähl uns mehr über Limbo Town. Gibt's dort Limo oder wird da Limbo getanzt? Das ist da, wo all die Leute leben, die im Krater Felder bestellen. Dem alten Dante gehört der größte Anteil, aber es ist eine große Gemeinschaft. Ich bin sicher, dass einige von ihnen eure Hilfe brauchen können. Ich schau mal vorbei. Du besitzt eine Brennerei? In der Tat, die Van Grass Destillerie, Heimat des hart gekochten Tequila. Hardboiled Tequila? Okay. Wir sind eine der größten Destillerien in den Sumpfgebieten von L.A., doch die Lederarschlöcher scheinen sie noch weiter vergrößern zu wollen und wollen, dass wir auf allen unseren Feldern Agaven anbauen, um uns zu versorgen. Eine lächerliche Vorstellung. Wovon würden wir uns denn ernähren? Ja, von Tequila vielleicht. Haben sie dich gefoltert, um an das Rezept zu kommen? Oh ja, aber ich kenne es nicht. Ich habe den Betrieb der Destillerie immer meinem Angestellten überlassen. Politik interessierte mich weitaus mehr. Chris ist jedoch im Gegensatz zu mir aktiv involviert, hat das Geschäft von klein auf von dem alten Vorarbeiter Ernesto gelernt, bevor er von uns gegangen ist. Genau genommen ist der einzige Ort, an dem das Rezept existiert, abgesehen von Chris' Kopf, sein Schließfach in der Bank und ich bezweifle, dass es in Zeiten wie diesen ein sicherer Ort für das Rezept ist. Hör mir zu, du siehst vertrauenserweckend aus. Würdest du mir einen persönlichen Gefallen tun? Falls du Chris rettest, könntest du ihn fragen, ob er das Tequila-Rezept aus der Bank holt und dir zur sicheren Verwahrung übergibt? Oder du findest irgendwie einen Weg in die Bank, holst das Rezept und behältst es für mich, bis ich aus diesem Käfig raus bin. Ich verspreche dir, deine Zeit wird es wert sein. Nur mal so, woher willst du denn wissen, dass wir vertrauenswürdig sind? Hey, ihr habt recht. Meine Trefferquote ist in der Hinsicht nicht besonders gut. Ich meine, ich dachte, wir könnten den Lederlappen vertrauen. Aber nun, ich mag das Holz, aus dem eure Truppe geschnitzt ist. Also werde ich mich auf das Gefühl in meinem Bauch verlassen und hoffen, dass ich diesmal recht habe. Wie lohnenswert wird es denn sein, wenn wir dir helfen? Naja, ich bin der reichste Mann in Rodia. Zumindest war ich das. Ich werde es wahrscheinlich auch bleiben, wenn die Lederarschlöcher so schnell wie möglich vertreibt. Je länger sie an der Macht bleiben, desto mehr Zeit haben sie, meinen Schrott zu verprassen. Also solltet ihr euch vielleicht ein wenig beeilen. Na gut, auf Wiedersehen. Da beeilen wir uns. Wie wär's denn, wenn wir dich da mal runterholen? Hättest du da was dagegen? Zack, da fährt er runter. Danke, Fremde. Fühlt sich gut an zu... Nicht so schnell, Bürgermeister. Wen haben wir denn da? Dengler. Scheint, als hätten sie neue Freunde gefunden, Bürgermeister. Jetzt werde ich euch alle töten müssen. Du wirst es zumindest versuchen, nehme ich an. Oh, bitte schießt nicht auf den Bürgermeister, den brauche ich noch. Der will mir noch eine Belohnung geben. Ja, auf mich kannst du schießen, so viel du willst. Bitte nur nicht auf den Bürgermeister. Ja, komm ruhig näher und hack mich in Stücke, das ist in Ordnung so. Hauptsache, du schießt nicht auf den Bürgermeister. Na? Autsch! Ich dachte, der schießt mit irgendwas, aber nein, er hackt nur zu. Gut, das macht jeder, wie er es für richtig hält.
52, das ist noch die beste Trefferchance. Daneben. Mist, ich hätte irgendwo anders hinlaufen sollen. So. Du kriegst mal ein paar ab. Oh, Big Gun. 79, sieht gut aus. Das war also der gute Lieutenant Steven Dengler. Ein Schuss und der liegt im Staub. So gefällt mir das. So habe ich das gern. So, da kriege ich auch noch eine gekeult hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Im zweiten nicht. Das hat gesessen. Lass das mal in euren Scotchmo erledigen. Ja, Scotchmo, wenn du es auch wirklich erledigst, dann nur zu. Währenddessen lässt Sibylle sich mit einer Machete in Stücke hacken. Auch ganz nett. Muss man, glaube ich, mal gemacht haben, um zu wissen, wie gut das ist. So, jetzt gibt's aber Stress, mein Freund. Hier wird nicht rumgehackt mit einer Machete auch noch. Von allen Dingen. Ja, 54% ist jetzt nicht so der Burner, aber... Na, daneben. Ah, der zweite trifft. Yeah. Und Problem gelöst. Wie sieht das denn aus? Danke, Fremde. Ohne Dengler sollte der Rest der Lederlappen die Stadt bald verlassen. Wollen wir es hoffen. Ich fürchte, ich brauche einen Moment, um mich in den Griff zu bekommen. Aber wenn ihr später bei mir zu Hause vorbeikommt, werde ich mich ordentlich bedanken können. Das fände ich voll Knorke von dir, würdest du dich bedanken. Bis dahin, mein Freund. Trink erstmal einen schönen Tee. Ich lade mal durch. So, Lieutenant Dengler, was haben Sie denn Schönes dabei? Was ich vielleicht, ein kleiner Verbandskasten und eine Rolle Panzertape, okay. Dann haben wir hier eine Feuerwehraxt. Eine Klingenwaffe. Ich benutze aber stumpfe Waffen und sowieso ist die nicht so gut. Und ihr seid alle so einen Tick überladen, ne? Oh, und ein Keuschheitsgürtel. Hm, schön. Jeder sollte einen Keuschheitsgürtel dabei haben. Oh, eine Zauberer-Tonfigur und noch ein Keuschheitsgürtel. Was wollt ihr mit dem Kram, Leute? Und du hast, guck mal, eine geile Kevlar-Weste und so eine, der Überfall-Schrotflinte. Ja, aber die ich habe, macht mir Schaden. Warum finde ich keine besseren Schrotflinten? Das finde ich eigenartig. So, damit haben wir den Bürgermeister und diese Stadt anscheinend gerettet und einige Feldbeförderungen verdient. Die finde ich immer sehr, sehr schön. Komm, Gratulation, Echo 1. So, du möchtest die gerne lernen, Arschkriecher. Genau so. Du möchtest gar nichts lernen, aber du möchtest noch eine Runde Naturbursche. Das ist gut für uns alle. Du gehst vermutlich... Brauche ich noch mehr Auffassungsgabe? Ja, warum nicht? Irgendjemand muss den Scheiß ja sehen können. Und du, Schrotflinten 10. Bingo. Bestätigen. Tresorknacker und Schlossknacker habe ich schon. Du kannst über was anderes vielleicht noch dazu lernen. Was gibt es noch irgendwas, was wir brauchen können? Vielleicht? Waffenschmieden hat schon jemand anders. Chirurg, Informatik. Was könntest du denn mal dazu lernen, was irgendwie sinnvoll wäre? Ruhe Gewalt? Lern mal Ruhe Gewalt dazu. Achso, du kannst natürlich mal hier bessere Weste anziehen. So, dann gucken wir uns noch ein bisschen in der Stadt um, oder? Gucken, was wir noch machen können, wo wir noch helfen können und so weiter.